Versuch mal beim Einsingen das Ganze, so wie du es hier genau richtig machst, aber ungefähr die Hälfte der Lautstärke, weil dass die Stimme so langsam quasi warm wird. Das wäre so, als wenn du jetzt dich in Porsche setzt und direkt Gas gibst, wenn der Motor kalt ist. Das ist auch nicht gut, dass du das langsam fahren und dann schneller. Versuch mal so. Ich weiß, du hast deine Stimme so in Richtung. Der Bauchatmung und der Brustatmung, der Unterschied. Es gibt nur eine Bauchatmung, es gibt keine Brustatmung. Achso, eben hat sich gerade mein Bauch etwas mehr bewegt bei den Tiefen. Bauch, mit der Bauch. Also der untere Teil der Lunge halt. Genau, ja. Genau, Zwerchfell. Genau. Ja, das ist die einzige wahre Atmung. Also du machst aber auch Gott sei Dank keinen Fehler, weil die meisten machen das hier, wenn die atmen, heben sich die Schultern. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann. Immer, der Bauch muss raus quasi. Der Bauch muss. Genau, das wäre falsch. Gehen die hoch? Nee, die dürfen gar nicht hoch. Dürfen gar nicht hoch. Nehmen wir diese Hand hier. Also, liegt ja an meinem Bauch. Drück mal rein, also was passiert, wenn ich atme. Okay. Da atme ich rein. Nicht da oben. Nur da. Und das wäre die richtige. Aber bewegt sich da ja fast gar nichts. Also so. Nee, kann ja nicht, deswegen. Ne, weil kein Körpervolumen. Genau, aber trotzdem, für deine Maße reicht das. Es passiert schon was, aber halt innen, das kann nicht so eben raus wie bei mir, ne, weil die Masse ja fehlt. Ich packe einfach 1000 Kalorien am Tag drauf, mal gucken, was passiert. Genau. Nee, aber atmen du schon richtig, sonst hätte ich dir gesagt, du machst irgendwas falsch. Dass sie ein bisschen heben, ist okay, aber manche machen jetzt so. Also nicht hier inatmen, ja. Weil das nennt man dann Kurzatmigkeit. Die Luft, die ist dann nur bis hier. Zwerchfell ist gar nicht, also der meiste Teil der Lunge ist nicht gefüllt. Und dann singst du einen Satz und dann machen die Vokalesen und sind dann direkt am Ende wieder. Das ist ja auch das Schöne bei Asthma, da kriegt man ja auch Atemübungen von der Krankenkasse. Ah, ja, genau. Okay. Was du auch gut machst, wenn du tiefer gehst, ist automatisch. Das machst du auch automatisch ganz gut. Deshalb sage ich auch nie was, um dich nicht zu verwirren. Weil wenn man etwas von korrigiere mich, wo du kannst, auch in den tiefen Lagen. Nee, das wollte ich gerade sagen, dass ich das nicht brauche, weil wenn ich da etwas sage, was du eigentlich schon richtig machst von Natur aus und dir da irgendwelche Sachen sage, dann fängst du an zu überlegen, so oder so, und dann verwirrt das noch mehr. Es gibt einfach Dinge wie das Atmen, was du richtig machst, und du hast schon von Natur aus die. Also wenn ich mache dir das mal vor, ich mache es dir jetzt mal trotzdem vor, wo du es richtig machst. Also nehmen wir mal sowas Tiefes jetzt. So, manche machen so. La, la, hier, Andreas würde es so machen. La, 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 la. So, das wäre eine Stimmlage für einen Bariton. Man kann aber diesen Ton auch für mich als Tenor oder für dich als Sopran angehen, indem man nicht la, sondern so singt. Genau, siehst du, du machst das schon automatisch richtig. Das heißt, wenn ich dir so eine Übung gebe, dann machst du la 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 la. La 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 la. Perfekt, genau so muss es sein. Weil nur diese Stimme lässt sich wirklich weit nach oben transportieren in die höchsten Töne. Mhm. Aber dieses la 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 la. Da gebe ich immer ein tolles Beispiel. Stell dir vor, das sind zwei Autos an der Ampel. Mhm. Ampel ist rot, du hast auf der linken Seite einen Maybach oder einen Rolls Royce, der 2,5 Tonnen wiegt. Und ich stelle meine Noten schnell nach, das sehe ich nicht. Nee, ich wollte nur kurz ziehen. Also, nee, okay, dann ist gut. Also stell dir vor, da ist jetzt diesen 2,5 Tonnen Fahrzeug und rechts einen kleinen Fiat 500. Wenn die Ampel grün wird, boom, ist der Fiat 500 weg. Zwar nach 100 Metern spätestens wird ihn der Rolls Royce mit 600 PS einkriegen, ohne Probleme. Aber den ersten Start, den hat auf jeden Fall der Fiat ganz sicher. So, und so musst du dir das in deiner Stimme vorstellen.
je mehr Gewicht deine Stimme hat, oder stell dir so im Fitnessstudio, das 100 Kilo und die musst du heben und 10 Kilo. 10 Kilo machst du einfach so und bumm, 100 Kilo, so. Und so ist es mit der Stimme. Je mehr Gewicht du auf deine Stimme packst, desto schwieriger ist es damit nach oben zu gehen. Aber wenn du schon leicht anfängst, wie du es machst, also wenn du hier schon, sag mal, ich nehme jetzt mal einen hohen Ton, wenn du so singst, kannst du auch, genau, dann könntest du auch hier, so leicht singen, und, aber wenn du so schon anfängst, das kriegst du nicht mehr hoch. Dann kannst du nur noch schreien oder krächzen, aber singen kannst du dann nicht mehr. Und das machst du Gott sei Dank von Natur aus richtig. Deshalb werde ich da gar nicht irgendwie dich verwirren und irgendwas. Okay. Gut, dann gehen wir nach oben. La, 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 la. Ganz leicht. La, 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 la. Super. La, 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 la. Jo. La, 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 la. Ja. Kurz bleiben, nicht länger weiter aussingen, das ist eine andere Übung. Geh mal mehr auf das L. La 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 la. Mehr Beginn der Nacht. Mehr L. Ja, genau, sehr gut. La 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 la. Perfekt. La 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 la. La 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 la. Den letzten nicht schleifen. Du machst la 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 la. Nicht so, sondern la 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 la. Direkt treffende Ton. Ja. Wo waren wir jetzt? Ja, hier waren wir gut. La 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 la. Jawoll. La 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 la. Denk an das Gewicht, es wird immer mehr. La 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 la. Nein, es soll nicht mehr werden. Und du legst es nochmal auf, leichter singen. Okay. La 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 la. Jawohl, das wäre eher Königin der Nacht. La, la, nicht la, nicht schleifen. Ich hab's zu Hause heimlich geübt. Ich hab's zu Hause heimlich geübt. Ah. La, 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 la. Genau, nochmal. La, 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 la. Sehr gut, ein noch. Klavieren wir. Auch in deiner Lautstärke? Oh nein. Die Lautstärke ist eigentlich nur eine Sache. Du bist so laut. Ich nicht. Ich bin so laut, ja, das stimmt. Aber es kommt drauf an, was ich singe. Dann, ja. Manchmal bin ich es nicht. Ne? Und daher, Lautstärke ist eigentlich so eine Art Zugabe, die man so aufdrehen kann, so am Schluss. Daher ist es eigentlich in den meisten Fällen nicht nötig. Wenn du jetzt einen Song singst wie Eyes Without a Face, da da di da da, der wird jetzt auch nicht Eyes Without a Face. Geht ja auch nicht, wenn man so singt. Oder bei dem anderen dieses Tainted Love. Mehr ist da nicht an Lautstärke. Also singt wirklich Tainted Love. Aber sie würde nicht Tainted Love. Würde er nicht machen, weil das wenig Sinn macht. Und bei den meisten Pop-Songs, die du jetzt auch singst, die wir erarbeiten, ist außer, glaube ich, bei dem Shirley Bassey-Ding kein Volumen gefragt. So. Keine Power. Ne? Aber ist gut, wenn du es hast. Nur bei den Übungen nicht. Ah. Ja, super, das war sehr gut. Jeden Ton wirklich einzeln ansingen und nicht schleifen. Super. Du wirst sehen, wir machen genauso weiter und du wirst sehen, wie wahnsinnig hoch du kommst, wenn du so leicht machst. Ja, nochmal. Genau so. Ja,
sehen. Sau hoch, also das ist schon richtig hoch. Das habe ich auch bei dir immer gewusst, dass du deine Stärken eher in den hohen Tönen liegst. Guck mal, du bist jetzt nur noch eine.